Moin moin Leute und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Vorab will ich einmal bekannt geben, dass ich einmal ein Steam Key für das Bus Add-on Hamburg E-Bus Hamburg verlose. Die Verlosung findet von heute bis zum 4. Juni 12 Uhr statt. Um 12 Uhr lose ich dann aus dem Topf den aus, der erkoren wird, der das bekommt. Wie ihr daran teilnehmen könnt, steht unten in der Videobeschreibung und ich sag's jetzt einmal, ihr könnt mich auch immer wieder fragen, nur am besten hört ihr jetzt einmal zu. Einmal liken, einmal Glocke aktivieren, einmal abonnieren. Vier Aufgaben habt ihr. Also Glocke, Abo und Like. Und dann einmal in die Kommentare schreiben, warum unbedingt ihr dieses Add-on haben möchtet. Genau. Und unter allen Verlosten, unter den Gewinner, der kriegt das Add-on, der schreibt mir am besten eine E-Mail. Ich werde das unten in den Kommentaren vermerken. Der gewonnen hat, kriegt dann das unten als Post, also beziehungsweise unter seinem Kommentierten schreibe ich dann, dass er gewonnen hat. Der schreibt mir bitte eine E-Mail mit dem Foto, Screenshot, am besten von dem Video, das ihr einmal abonniert habt und geliked und so, ne? Und genau. Und dann bekommt ihr das. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin moin Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge Omni 2 der Omnibus Simulator hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns auf Berlin Spandau. Genau, die alte Berlin-Karte. Wir fahren mit dem Elektrobus, E-Bus, Add-on Hamburg. Mit den ESO. Ich spreche es mal falsch aus. Schlimm, ne? E-Citaro. Die Linie 130. Genau, den gewohnten Linienweg von Wohlleben bis Neverklinik oben. Nervenklinik, Neverklinik. Ja, gut. Gucken wir uns den Bus nochmal ordentlich an. Hier kann man immer die Tür öffnen. Dann haben wir hier die Aufladmöglichkeit. Also wir machen jetzt einmal einen Schnellrundgang, müssen jetzt ja nicht komplett einmal so, ne? Einmal die Rundgang, einmal Türöffner. Genau, das Repaint wird mitgeliefert. So, dann haben wir hier noch eine Möglichkeit zum Aufmachen. Tür wieder zu, genau. So, hier steht E-Bus. Steht natürlich normaler E-Solaris. Was kann ich, was bei Hamburger stand? Ich weiß nicht. Genau, die Seite ist ziemlich langweilig. Oben sind die Batterien. Genau, hier steht noch B-Berlin. E-Bus. Ja, ich habe jetzt das Nummernschild nicht gewechselt, aber passt schon. Genau, gehen wir mal rein. Hier drin ist alles so wie in Hamburg. Basiert ja einfach vom Hamburger Bus. So. Genau. So, wir können uns das hier eben auch angucken. Aber es ist alles auf dem Citaro aus der normalen Generation aufgebaut. Du hast ja keinen Unterschied. Du hast ja einmal Automatik, das ist ganz geil. Das heißt, geht automatisch an und aus. Halt, wenn wir den Motor starten. So, jetzt dann. Dann könnten wir rausgehen. Und dann zeigt er nur das Tagfahrlicht an. Und dann macht er automatisch an und aus. Das ist ganz geil. Und habe ich glaube ich beim letzten Video gleich gezeigt. Ich weiß es nicht mehr. Licht machen wir im Fahrerraum, Personenraum an. Genau, hier ist alles so wie gewohnt. So. Dann haben wir hier einmal Innenraum mit dem 2019 Design. Die Türen können wir von innen nochmal aufmachen, für alle, die es noch nicht gesehen haben im Video. Dann blinkt es hier nämlich, wenn die Tür zugeht. So, hier können wir uns das auch nochmal angucken. Hier haben wir genau das gleiche. Tür auf.
Tür wieder zu. Genau. Hier haben wir, Notsitz. Den Rollstuhlsitz. Genau, überall haben wir Steckdosen natürlich für USB-Steckdosen. Genau, überall Pieper, wie immer. Aber schön mit 2009er Design. Dann haben wir hier das Display aus dem Volvo. Ja, und das war es eigentlich auch schon, was man so beim Bus sagen kann. Vom Aussehen her. Gehen wir mal in den Fahrersitz. Tür zu. So. Krieg ich den Gang rein. Bremse lösen. Können wir uns anmelden. Eins, fünf, null, sechs. Genau, die zeigen auch erst an, wenn wir uns richtig angemeldet haben. Da haben wir überhaupt erst eine Möglichkeit, das zu verkaufen. Zur Umlaufnummer haben wir 130. 130. 130. Um sie. 3001. Genau. Spandau. Nervenklinik. Genau, ich probiere mal eben ein paar Minuten vor. Genau, jetzt sind die hier aktiviert. Kannst du auch, kann man auch selber sperren. Wenn man sagt, nur ich will jetzt aber keinen. Und dann sieht man halt, jetzt ist er offen. Und wenn man jetzt sperrt, dann ist er außer Betrieb. So. Spule ich mal eben vor. Ich habe noch 15 Minuten. Spule mal bis 19 vor. Und dann können wir vorfahren. Wenn man die Haltestellenbremse raus hat, geht das auch. Ui, wollen da viele mit. Der Bus wird voll, habe ich so das Gefühl. Ja, das ist eine Gelenkbuslinie, ich weiß, aber so voll? So, er ran spaziert. Moin! Einmal normal. Ach, wir haben. Noch D-Mark. Muss man eben rechnen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist einfacher. 4, 5. Einmal. Was wollen die hier alle Fahrscheine? Genau, wenn die hier piepen, dann sieht hier okay. Alle wollen Fahrscheine hier. Ein Schüler. Einzelfahrend ermäßigt. 2,30. Jetzt muss man ja richtig rechnen hier. 50, 60, 70. Ja. Und dann kriegt er hier noch ein. So. Ja, ich habe anscheinend NKI-Pack drin. Ne? Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Moin. Gut. Stimmt, habe ich noch gar nicht gezeigt, ne? Hat überhaupt eine Heizung? Mal eben. Bestimmt, ja, hier oben. Aber eigentlich sollte die automatisch funktionieren, ne? So. Dann können wir. Auf geht's. Mal eben gucken können, wie viel Prozent wir haben. 95%. Das merken wir uns. Wie viel? Wie viel wir am Ende haben? Ja, das Lenkrad quietscht immer noch. So.
Weiß gar nicht, wie viel Elektrobusse die tatsächlich gültig haben in Berlin. Habe ich keine Ahnung von. Ich weiß nur, dass die immer geleast, dass die immer die leasen, die Busse. Und nicht selbst gleich kaufen. In Hamburg werden die, glaube ich, immer gekauft direkt. An Berlin werden die immer geleast. Weil Berlin nicht so viel Geld hat. Auf jeden Fall der Bus, auf jeden Fall die BVG hat nicht so viel Geld. Soweit ich weiß. Kann auch sein, dass es komplett falsch irgendwo ist. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das habe ich auf jeden Fall mal gehört. Können wir gleich das Fenster aufmachen. Aber genau, das habe ich mal gehört, dass das so ist. Dass die in Berlin alle Busse erstmal leasen. Weil die nicht so viel Kohle übrig haben. Wie die Hamburger zum Beispiel. Berlin ist ja auch nicht unbedingt die reichste Stadt. Genau. Oh, ja, ich fahre zu schnell, ich weiß. Was denn jetzt schon wieder? Hab ich was mitgenommen? Nö. Anscheinend schon. Oh ne. Oh ne, du. Das ist aber gar nicht witzig. Kann ich das reparieren? Nö. Oder ich steck mal so ein. Guck mal. Moin. So, ich habe mal den Bus neu gespawnt. Das war ja nervig. Wegen Türfehler. Moin. Eine kurze. An dem Merk will ich mich ja trotzdem nicht gewöhnen, aber ich meine, wie du jetzt die Währung ändern, ist auch vielleicht ein bisschen blöd. Genau, das Video nehme ich auch zuvor auf, also weit vor Veröffentlichung. Also falls irgendwelche Veränderungen noch im Bus stattfinden, irgendwelche Bugfixes, dann kann das sein, aber dann haben wir auch noch Zeit zum Weitergucken. Hallo, lässt mich mal rein. Um sie KI, rettet die Welt. Oh, ich habe Vollbremse gemacht, ne? Mann, 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 ja, scheiß KI. Sie sind nicht schuld am Unfall. Kommt nur noch auf den Betrachter, ne? 7 Minuten. Hat mir das gekostet. Naja. Bus ist trotzdem kaputt. Auch wenn ich nicht schuld bin. Gucken, ob wir die rausgefahren bekommen, die Zeit. Steigen Sie ein und nicht rummeckern hier. Also eine Kurzstrecke heißt das. Oh.
Seien Sie froh, dass ich überhaupt komme. So, ab geht's. Jo. Eine Einzelfahrt. Moin. Dein Ticket. Jo, danke. Hallo. Einmal nochmal, bitte. Gerne doch. Jo. Moin. Ich glaube, Sie haben Ihren Patienten zu viel gegeben. Jo, danke. Einmal Kurzstrecke Schüler. Kurzstrecke Schüler. Dann sagen Sie auch normal Kurzstrecke. Vollidiot. So haben wir 3, 4, 5, 6, 7. Alle warten auf dem Fahrzeug oder wie? Wie darf ich das hier erklären? Ach, liebe KI. Jo.
Genau, das Video seht ihr. Hoffentlich. Was denn jetzt schon wieder? Was ist dein Problem? Gefühlt ist der Bus viel zu tief. Ja, hören Sie auch auf zu beschweren. Normalerweise kannst du super gut mit dem Vorteil über die Bordsteige gehen. Scheint hier zu eng zu sein. Pfleger funktioniert nicht mehr. So, er rein spaziert. Moin. Ist der Kinderwagenschalter drin? Der ist reingegangen. Ah, genau. Als deine Oma fährt die Bus? Wirklich? Ich fahr 5 km/h zu schnell. Oh Gott. Sind doch gerade erst in den Bus gestiegen. Wie können Sie das denn schon bewerten? Ach ja, unsere liebe KI, wir lieben sie doch, oder? Wenn auch mal neue Menschen kommen. Oder danach? Danach sieht es gut aus. Wenn von der Seite keine kommen. Mal gucken. Wir haben ja erst 10 Minuten Verspätung, das ist ja. Dankeschön.
Reinspaziert. Hör sie auf, sich zu beschweren. Aber sie. Falsche Taste gedrückt. Naja. Jupp. Seien Sie froh, dass ich überhaupt komme. Grün. Scheiß Blitzer. Moin. Dann gehen Sie in eine Sauna, da frieren Sie sie nicht. Danke für den Hinweis, den ich jetzt in jeder Folge habe. 50, 4. Steigen Sie ein und meckern nicht. Eine Kurzstrecke. Jo, die Dalburger Straße. Rein spaziert. Einmal Schüler. Also einmal normal. So, weiter geht's. Zeppelin auf Straße.
Wieder der Bordstein. Entweder die Bordsteine sind total empfindlich oder habe ich ja keine andere Anstatt. Einmal nochmal bitte. Oder wir haben da irgendwas noch. Irgendwas ist da noch. Man weiß es nicht. Danke. Überhaupt eine Tatü, tada. Titi. Fahrpläne? Was für Fahrpläne denn? Von was reden Sie? Warum habe ich denn schon wieder Warnblink an? Da fehlt noch was. Chillen Sie mal. Chillen Sie mal. Chillen Sie mal. So, weiter geht's. Merziger Straße. Jupp. Blitzer. Scheiße, um die KI. Aber nicht mit mir. Oh, ein Hochbahnmitarbeiter. Einzelfahrtschüler. Ich weiß nicht, ob sie ein Schüler sind. Kann ich mal ihren Ausweis sehen? Wieder eine schöne Kreuzung. Thank you.
Oh, da kommt dann entgegen. Die denn nach Straße. Komm, wir sind Zeit aufholen hier. So, reinspaziert. Moin. Einmal bitte. Jo, danke. Morgen. Moin. Hallo. Mühlheimer Straße. Ja, Mann, hier kriegst du auch. Moin. Eine normale Fahrkarte. Hallo. So, weiter geht's. Jupp. So, Wasserwerkstraße ist die nächste. Moin, Manni. Thank you.
Jo. Moin. Weil so ist. Steigen Sie ein, meckern Sie nicht. Jo. Einsteigen bitte. Es ist ja viel zu spät. Einmal normal bitte. Jupp. Ich glaube, die Verspätung kriegen wir heute nicht mehr raus. Glühwürmchenweg. Was steht da? Man kann es leider nicht lesen. So, dann sind wir auch gleich am Ziel.
Können wir das reparieren? Mal gucken. Oder sind die einfach zu heiß, die Batterien? Oder ist die nichts mehr aufnehmen können? Irgendwie sowas wird das sein. Ja gut, ich habe auch Scheiße ausgeholt, ne? Oh, das passt sogar. Gerade so. So. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir eine Runde um die 2 fahren. Danke an Aerosoft nochmal, dass ich es vorstellen darf vor Veröffentlichung. Und genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.